Glück auf, meine Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch hier wieder zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind hier bei der Quest, ein neuer Rekrut von der kaiserlichen Armee. Ich soll hier diese Festung säubern. Da werden wir jetzt reingehen. Ich speichere nochmal kurz. Habe ich drauf gedrückt? Auf F5. So. Okay. Das war einfach. So. Gib mir ein Gold. Hätte wissen müssen, dass sie lügt. Da drin. Knoblauch. Aber das tun sie ja nie. Okay, da ist noch ein Bandit. An. Wenn ich das bloß könnte. Das lockert da oben drin. Ich nehme mal den Langbogen hier. Speicher nochmal. Und nach drei gelehrten Bieren beginnt der Ort zu stieren. Sagt im Elf leb wohl, ja niemand konnte es sagen. Ein Banditenraufbold. Ey, ich will dich schlagen. Oh, wir können eine Fähigkeit wählen. Machen wir auch gleich, also zumindest hier für was entscheiden wir uns? Ich würde sagen, Ausdauer. Was hatte ich denn hier alles? Zerstörung, schwere Rüstung, zweihändig, Schießkunst. Ah, ich kann ja ranzoomen. Puh. Ja, einfach schwere Rüstung hier steigern. Damit machen wir keinen Fehler. Oder doch? Was war das? Nichts. Ich schließe erstmal diese Truhe hier auf. Ah. Oh. Immer diese Truhen. Das war doch schon zu waagrecht hier. Jetzt. Will die Heiltränke. Stimmt, da ist sehr knapp hier. Wenn ihr tot seid, fühlt ihr euch wesentlich leichter aus. Ich hab auf Tab gedrückt. Oh. Ich wollte gerade die Heiltränke hier trinken. Klasse, ich hab nicht gespeichert, genau. Okay, da steht einer. Was?
Aber ein Stahlpfeil noch dabei. Oh. Keine Magika. Ey. Ich bring euch um, wenn ich es muss. So, Trick. Jetzt habe ich auch rechtzeitig Tab gedrückt. Hab ich noch was zu essen. So, Zaubertränke. Was habe ich denn hier? Ich habe das Gefühl, dass ich gleich sterben werde. Ah, oh, schon wieder. Das ist wirklich nicht einfach hier. Man muss eigentlich unentdeckt von der bleiben. Erstmal den einen killen hier. Ach, nie genug Gold. Wollen wir noch hier drücken? Objekte. Gleich mal hier meine Klinge vergiften. Gar nicht. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Alle. Ich kann nichts. Was macht? Die macht irgendwas, dass ich nicht mehr zuschlagen kann. Ja. Ich drück hier. Und er macht einfach nichts. Weder blocken noch. Warte, wo bin ich hier? Alter. Ja, irgendwann zur Ruhe setzen, auf einer schönen Insel. Vielleicht funktioniert das auch. Schieß hier einmal. Was war das? Falsch halt auf die heimliche Art. Habt ihr etwas gehört? Ist da jemand? Doch niemand hier. Genau, niemand hier. Ach, nie genug Gold. Braucht nur einen guten Fang. Ist da jemand? Ah, nein. So. So, jetzt findet er mich hoffentlich wieder nicht. Was war das? Das habe ich mir wohl bloß eingebildet. Ja, hast du. Kleine Hure, das Balg ist nicht von mir. Könnte von jedem sein. Nicht ein rostigen Setin von mir. So, jetzt speichere ich hier. Jetzt habe ich nämlich den hier gekillt. Da hinten ist irgendwo die Anführerin.
So, nochmal speichern. Da. Alter, ist die schnell! So, mal sehen, ob das hier funktioniert. Das hier. So, jetzt! Ah! Und rausgeflogen. Hallo, hier bin ich wieder. Mich hat's einfach gerade aus dem Spiel geworfen. Ich weiß nicht warum. Ist einfach passiert. Jetzt müssen wir diese da wieder töten. Diese Anführerin. Wie schnell die einfach ist. Zaubertränke. Frostbissgift werde ich jetzt einfach mal aktivieren. Jetzt! So. Aha. Puh. Ursacht Magikaschaden. Ah, den Elfendolch hat die benutzt hier. Oh. Also das war jetzt ein Eck, bis ich die hier... So, was habe ich denn jetzt an? Ich habe ja auch teilweise zwergische Sachen an. 30, 30. Die haben schon 30. Das heißt, wenn ich die verbessere, werden die noch besser. Und die habe ich ja eh an. Stahlplatten, Rüstungen, Helm. Genau. Das heißt, ich speichere hier jetzt erstmal. Zack. Was ist jetzt schon? Mit der Quest? Habe ich das gesäubert? Hm. Scheint noch nicht. Das Goldband der Auszeichnung? Danke. Schießkunst verbessert. So. Jetzt habe ich hier den Rang. Also... Jetzt mache ich es endgültig. Hier die Ausdauer werde ich mir verbessern. Und ich hatte die Rüstung. Schwere Rüstung. Moloch. So, Rüstungswert ist gesteigert. Ist hier noch irgendeine Kiste? Nur doch die dahin. Ah, hier. Sonst ist hier nichts mehr. Ich kann jetzt theoretisch jede Kommode hier nach Gold untersuchen. Zup. So, da war Adept. Zack, diesmal kein Dietrich verschwendet. So. Die Sachen sind hier wieder drin. Und nun geht's raus. Mal sehen, wo mich der Pfeil jetzt hinschickt. Ob ich die jetzt gesäubert habe oder ob ich noch irgendwo rein muss hier. Weil den Anführer habe ich jetzt gekillt. Das war komplett gekillt. Irgendwie. Ah. Ja gut, hier muss ich auch noch rein. In den Kerker. Na, dass mir das vorher nicht angezeigt worden ist. Aha. Was? Ihr habt ja ein schlechtes
Haha. Ah, scheiße, ich werde umzingelt. Fuß, runter! Das war schon alles. Da müsst ihr schon besser sein. Das ist einfach mal. Manchmal einfach nicht schlägt. Oh Gott, tut ab. Du bekommst das Gift hier zu spüren. Und ich habe hier irgendwo Heilung. Halt endlich still! Ich zieh euch mal lebendigen Leib in die Haut ab. Oh, schon wieder tot, das gibt's doch nicht. Ja. Ich muss es geschickter anstellen einfach. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Dann mache ich zuerst dich. Alter, manchmal. Manchmal schlage ich auf ihn drauf und der trifft irgendwie nicht. Oh. Alter, diese scheiß Festung, die nimmt jetzt die gesamte Folge hier ein. So. So, Nummer 1. Zack. Nummer 2. Puh. Dann haben wir hier. Geldbeutel nehme ich hier mit. Kann ich mich hinsetzen. Mal speichern. So. Irgendwie ruckelt's gerade, habe ich das Gefühl. Ruckelfestung. Gibt's hier nix. Ein Steinhuscherei. Ach, klasse. Das war's schon. Ein Schuss. Das bringt nix, habe ich mir gedacht. So. Irgendwas. Nichts. So, das war's. Anscheinend. Dann flitze ich jetzt wieder ganz schnell nach Einsamkeit. Melde mich beim Legat. So. Zack, hier nach Einsamkeit. Hallo, Wache. Die Cousine des Kaisers, Vittoria Vicky, wird sich bald vermählen. Und der Empfang wird öffentlich sein. Alle Bürger von Einsamkeit... Ich bin nicht interessiert, Jari. Ganz egal, wie oft ihr fragt. Das solltet ihr nochmal überdenken. Was denn? Ihr seid auf der Durchreise durch Einsamkeit? Vielleicht wollt ihr leicht verdientes Gold einstreichen, ja?
Woran habt ihr gedacht? Es ist nicht schwer, Dinge zum Verkaufen zu finden. Dinge, die keiner vermisst. Dinge aus dem Untergrund oder die einfach in Häusern herumliegen. Ich wette, dass wir beide uns sehr ähnlich sind. Glaube ich nicht. Also nicht einen Schritt weiter gehen. Wir können einander helfen. Ja, ja, bestimmt. Meine Schwester Deja und ich sind Schatzjäger. Wir sammeln Dinge. Ich bin ganz Ohr. Wusste ich doch, dass ihr nicht auf den Kopf gefallen seid. Wegen des Krieges kommen hier weit mehr Schiffe vorbei. Beladen mit Waffen und Geld, aber nur wenigen Leuten. Und sie durchfahren gefährliche Wasser. Wir sind an einem dieser Schiffe interessiert. Sein Name ist Eisläufer. Es wird vom Leuchtturm von Einsamkeit geleitet. Aber wenn dessen Feuer erlischt, läuft die Eisläufer auf Grund. Ihr wollt also, dass ich den Leuchtturm zum Erlöschen bringe? Was für ein interessanter Vorschlag. Wenn jemand so etwas tun würde, gäbe es ganz gewiss eine Menge Beute, die man teilen könnte. Ja, bestimmt. Ja, wenn jemand das Feuer des Leuchtturms löschen und mich anschließend am Hafen aufsuchen würde, würde ich ihm ganz gewiss sagen, wo diese Beute zu finden ist. Ein Schiff auflaufen lassen? Ich sollte euch der Wache übergeben. Tatsächlich? Warum das denn? Aufgrund welchen Verbrechens? Ich habe nur über ein Ereignis geplaudert, das zweifelsohne tragisch wäre. Ein tragisches und sehr, sehr profitables Ereignis. Ja, ja. Aber was passiert mit den Seeleuten auf dem Boot? Macht euch um die keine Sorgen. Sie werden bestimmt heil an Land gespült. Vielleicht bezahlen sie uns sogar, wenn wir sie nach ihrem Unglück heldenhaft retten. Okay. Am besten sollten wir uns möglichst wenig unterhalten, bis ihr euren Auftrag ausgeführt habt. Ich werde jetzt erstmal hier zu Legat Ricke. Die ist wohl hier wieder im Schloss Elend. Im elenden Schloss, das Schloss Elend. Erklärt mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere, hinter einem Märchen herzujagen. Wenn Ulfric diese... Schön, euch wieder in einem Stück zu sehen, Soldat. Ich schicke sofort Männer zur Festung. Gut gemacht. Ich bin beeindruckt. Aber bevor wir weitermachen, ist es an der Zeit, dass ihr der Armee offiziell beitretet. Redet mit General Tullius. Er wird die Vereidigung vornehmen. Lege den Eid. Mit eurem Beitritt zur Armee leistet ihr einen Eid, der euch in den Dienst des Kaisers und somit eines jeden Bürgers im Kaiserreich stellt. Seid ihr bereit, diese Verpflichtung einzugehen? Klaro. Ich bin bereit, den Schwur abzulegen. Nun gut. Sprecht mir nach. Bei meiner Ehre schwöre ich Kaiser Titus Mede II. Meine ewige Treue. Ja, ja. Und unerschütterlichen Gehorsam den Offizieren dieses großartigen Kaiserreiches. Okay. Komm. Wer über mir steht, möge mich richten. Wer unter mir steht, mich niederstrecken, falls ich meine Pflicht verletze. Lang lebe der Kaiser. Lang lebe das Kaiserreich. Lang lebe König Theoden. Willkommen bei der kaiserlichen Armee, Soldat. Vergesst nicht, wir kümmern uns um uns selbst. Wer einmal in der Armee ist, der bleibt dort sein Leben lang. Redet mit Beirand. Er hält sich normalerweise bei der Schmiede auf. Er wird euch ausrüsten. Nun, wenn ich mich nicht irre, hat Legat Ricke einen Sonderauftrag für euch. So, jetzt bin ich also ein neuer Rekrut. Von Beirand, okay. Erklärt mir nochmal, warum ich Männer dafür opfere, hinter einem Märchen. Krempel könnt ihr... Die Zacken. Wenn diese Krone in die Hände bekommt, ist sie kein Märchen mehr. Sprich mit Legat Ricke. Willkommen bei der Armee, Soldat. Hör zu. Ich dachte, die Volksversammlung wählt den König. Ja, hör zu. Habt ihr schon vom Abendtal gehört? Willkommen bei der Armee, Soldat. Hör zu. Galmar Steinfaust, Ulfrichs rechte Hand, hat seiner Meinung nach die letzte Ruhestätte der Zackenkrone gefunden.
Wir werden dafür sorgen, dass er das Ding nicht in die Hände bekommt. Der Rest meiner Leute sammelt sich gerade außerhalb von Corvan Yund. Wir treffen uns dort, sobald ich hier fertig bin. Okay. Es haben nicht alle auf der Volksversammlung zugestimmt. Dann gehen wir jetzt zur Schmiede erstmal. Vielleicht können wir uns da unsere Rüstung direkt verbessern, wäre schön. Wenn diese Wachen aus weißen Wachen besiegen können, können wir das schon lang. Naja. Da hinten irgendwo. Da unten. Das sind ja die Schmiede. Schmiede war hier. Ja. Ihr solltet mich mal sehen, wenn mir langweilig ist. So, das waren Kleidungsstücke. Das heißt, wir müssen zu einer Werkbank. Vorne. So, was bauen wir hier für Korundumbarren? Zwei Korundumbarren. Da können wir wahrscheinlich nichts machen hier. Elfendolch. Kann ich theoretisch verbessern. Das machen wir auch gleich. Ja. Jetzt gibt ein bisschen, glaube ich, Schmiedeerfahrung, wenn man das Sachen verbessert. So, was waren hier jetzt mein... Ah, der orkische Bogen, der könnte sich auf 21 verbessern. Ich glaube, das habe ich schon mal nachgeguckt. Kann es selber nicht merken. 27. Ist also besser. Lasst eure Hände in den Taschen. Diebische Schlange. Was? Diebische Schlange? Es gibt ja mal diebische Schlange. Warum ist hier... Ich denke, ich werde jetzt mal warten müssen. War das 5 Uhr morgen. Das heißt, wenn sie... 4 Stunden müssen lang. Da, jetzt ist der Schmied hier oben wieder. Was gibt's denn? Nichts. So, hallo Schmied. Ich baue Korundumbarren. Anscheinend haben die kaiserlichen Stände... Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? So, da kann ich die gleich noch verkaufen. Elfendolch. Brauche ich einen? Nee. Jagdbogen weg. Außer also wie diese Bögen hier. Den könnte ich eventuell entzaubern. Wenn ich den Zauber noch nicht kenne. Typ. Hast du Korundumbarren? Ja. So, General Tullius hat gesagt, ihr würdet mich ausrüsten. Ja. Ich hätte da nur eine Frage an euch. Dann schießt mal los. Leicht, mittel oder schwer? Schwer. Schwer. Besseren Stahl werdet ihr nirgends finden. Wenn der euch nicht vor dem Tod rettet, dann kann euch gar nichts retten. So, das wär's. Jeder Soldat kriegt eine Kluft umsonst. So. Schild. Brauche ich eigentlich nicht. Kann ich verkaufen. Zu viel. Hier 34. 36. Jetzt kann ich die Sachen auf hochwertig machen. Was habe ich jetzt überhaupt bekommen hier? Schwere Rüstung. Kaiserliche Rüstung. 60 auf 72. Ihr 108. Könnt jederzeit zurückkommen, wenn ihr Waffen oder Rüstung meine Rüstung ist besser. Eine Schmiede macht niemals Pause. Das
Jetzt brauche ich drei Korundumwachen wieder. Andere wie ihr haben wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Also den Dings, der kann weg. Das könnte ich vielleicht ja auch entzaubern. Das ganze kaiserliche Zeug hier verkaufe ich dir gerade wieder. Brauche ich nicht. Das wäre die Zwergendinger. Dafür gibst du mir drei Korundumbachen. Passt auf euch auf. Habt immer eure Rüstung. So. Sehr gut, jetzt habe ich meine Rüstung, die ich wieder verkauft habe. Oh, ich habe das Sachen gar nicht an. Fällt mir gerade so auf. Gut. Dann werde ich ja an dieser Stelle wieder Schluss machen. Naja, mit dem rede ich auch noch irgendwann. Allerdings mache ich an dieser Stelle Schluss. Wir sind jetzt hier in der kaiserlichen Armee, haben jetzt eine schöne gleichmäßige Rüstung. Haben hier eine Festung gesäubert, die uns ein paar Mal umgebracht haben dort. Aber weiter geht es in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.